Gestern Kündigung bekommen, belasten, keine Worte mehr. Bruder, Hartz vierter Tag gehört dir. Besser ist das. Holy moly, mit 8,88 Euro dabei. Kannst du ruhig vorlesen. Freundin, nach 8,5 Jahren Schluss gemacht. Ich gönn dir alles und bleib, wie du bist. Seh's vom positiven, oder von der positiven Seite. Jetzt kannst du wieder rumficken. Klar, sowas schmerzt, Digga. Keine Frage. Aber Zeit halt alle wohl. Und glaub es mir, genieß das Single-Leben. 8,5 Jahre, Digga, immer nur dieselbe Suppe löffeln. Mhm. Bruder. Jetzt endlich wieder die Hand in einen anderen Höschen stecken. Köstlich. Ja, so nach 8,5 Jahren Beziehungsschluss, klar. Aber was willst du machen? Es ist natürlich nur rein von außen jetzt gesagt, hört sich immer leicht an. Aber was willst du machen? Willst du jetzt ein Jahr lang hinterher trauern und ihr noch das Gefühl geben, als wenn du ohne sie nicht kannst? Oder willst du einfach drauf scheißen, hinnehmen wie Mann und sagen, fuck drauf, Digga? Also ich habe einmal den Fehler gemacht, Digga, als meine Ex-Freundin sich damals von mir getrennt hat, ihr wochenlang, monatelang, fast ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr habe ich der hinterher getraut, Digga. So werde ich nie wieder machen, Bruder. Das sind die, nur abgehoben jetzt an die Ladies, die gerade zuschauen. Aber das sind die meisten Bitches einfach nicht wert. Meine Meinung, Digga. Ich fühle deinen Schmerz, Digga. Nach 18,5 Jahren Beziehungsschluss fühlt sich immer scheiße an. Keine Frage, Digga. Aber wie gesagt, wird wahrscheinlich nicht deine letzte Freundin gewesen sein. Und je schneller du das Thema abhackst, desto besser ist es. Klar, wenn du jetzt weißt, okay, irgendwie keine Ahnung, das war jetzt so eine Phase und wir kommen bald wieder zusammen. Aber normalerweise, wenn man sich einmal getrennt hat, dann ist man getrennt. Das ist meine Meinung, Digga. Und wenn du willst, dass sie in guten Händen ist, schick Nummer, Digga, dann kümmere ich mich darum. Kappa. Dann schicke ich dir ab und an noch mal ein paar Pornos von ihr und mir. Nee, Spaß, Digga. Smoke Depot 4,20 Euro. Monte Bester Stringer US, bin gerade im Urlaub in Moskau. Wie spät ist es bei dir gerade? Bei mir ist es gerade 5 vor Rolex, Bruder. Wie spät ist es bei dir? Ah, ich liebe diesen neuen Insider jetzt schon, Digga. 8 vor Breitling ist es bei euch. Hab überlegt, auch mir noch eine Breitling vor meinem Spielhallengewinn zu holen, den ich jetzt wieder hatte. Bin mir nicht ganz sicher, Digga. Dann lieber noch eine Rolex. Nee, Medi, dann hole ich mir noch irgendwie, keine Ahnung, Goldring oder... Goldring kriege ich umsonst sogar. Ja, weiß ich noch nicht, mal schauen. Ehrenbruder Shifty wartet. Ja, aber Shifty, Digga, muss auch mal verstehen, dass ich einfach jetzt Bock habe auf andere frische Möschen. Ich warte jetzt 1-2 Tage, damit die Kachbar wieder ein bisschen enger wird. Und dann werde ich wieder ehrenbrudermäßig in Shifty eintauchen. Aber aktuell ist Shifty ausgelutscht und macht einen auf Schmetterling unrum. Ich bin ein bisschen aufgedreht, muss ich gestehen. Ich habe ja von meinen Kollegen ein Energy zugeschickt bekommen. Fesky, das ist ein Gaming-Booster. Wer schmunzelt da im Hintergrund gerade? War es Pain? Nee. Ja. Das ist ein Gaming-Booster. Schmeckt sehr gut. Pain, wenn du offiziell einen auf die Schnauze haben möchtest, dann sag einfach noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, Freitag bist du ja bei König der Löwen, hast deinen Gastauftritt als Giraffe. Ist gar kein Problem, ich komme gerne vorbei, Digga, und zieh dir deinen Hals noch länger, als er sowieso schon ist. Und jetzt bitte kurz Maul halten, danke. So, wärst müde? Jein. Ja, der Booster hat von gut reingeknallt. Jetzt ist eher so, dass er mir ein kleines Falling Down gibt, aber alles entspannt, Digga. Bin ich müde, ich bin einfach nur gechillt. Und viel zu früh wach, stimmt. Ich bin heute auch schon für meine Verhältnisse ein bisschen früher aufgestanden, Digga. Aber passt alles. Alles entspannt, Livestream. Wenn der Doc einen Greenscreen hat, muss er das auch haben. Nee, es geht Big Mac nicht darum, Digga, was der Doc hat oder nicht, sondern es geht darum, Digga, dass einfach Greenscreen der Kreativität so... Da sind keine Grenzen, Digga. Da sind einfach keine Grenzen. Das ist einfach geil, Digga. Klar, könntet ihr jetzt sagen, oh, Bruder, Greenscreen, was ist denn da mit dem legendären Cap-Regal-Hintergrund? Aber theoretisch gesehen könnt ihr auch einfach jetzt so gemäßig aus der Kamera rausgehen, den Hintergrund screenshotten und dann hinten im Greenscreen einfügen. Ja, das ist nix, aber wie gesagt, Digga, ich weiß noch nicht genau, wann oder ob ich's mache, aber ich habe extrem Bock auf Greenscreen, Digga. Wo ist der Sinn? Nein, ihr habt's falsch verstanden oder ich hab's falsch ausgedrückt. Der Sinn ist nicht, dass ich Greenscreen mache, dann den Hintergrund da reinmache und das war's dann. Der Sinn ist einfach, Digga, dass ich viel, viel mehr geile Sachen dann in anderen Szenen mit dem Greenscreen machen kann. Nur mal als Beispiel jetzt. Angenommen, jemand ruft mich an. Dann würde ich mein Face einfach hinter einem Bürostuhl in irgendeiner Firma, wo 20 andere Mitarbeiter am Telefon hängen, alles animiert und ich sitze dann da zwischen denen und telefoniere und rufe... Ja, glaubt es mir, mit Greenscreen kann man richtig geile Sachen machen, Digga. Den Hintergrund hat keiner, ist schon legendär. Wie gesagt, Digga, den Hintergrund kann ich einfach einfügen. Es geht mir nicht darum, dass ich es irgendjemand klauen will, sondern es geht mir einfach darum, dass ich kreativ oder von der Kreativität mit Greenscreen einfach viel mehr machen kann auf Twitch. Darum geht's nur. Weißt du, wir müssen schauen, aber ich habe einfach Bock auf Greenscreen. Muss man mal schauen. Wie gesagt, Digga, von der Kreativität, Bruder, hier ist es einfach so geil. Darum geht's mir ja. Von der Kreativität ist es einfach so endless geil. Ja, Digga, wie gesagt... Mal schauen. Ich habe einen Greenscreen hier. Ich weiß nicht, ob der reicht. Ich will mal ganz kurz genau. Ich will mal ganz kurz was schauen. Und zwar... Ich habe einen geilen Greenscreen, der von der Decke runterfährt. Das finde ich richtig heftig. Schau mal. Das ist von ihm, der Greenscreen. Der fährt einfach von der Decke runter. Ne, der ist nicht von Elgato. Das ist heftig, Digga.
Digga, was ist denn, sind die alle so am Lecken, Digga? Die war ja auch wieder übelst am Lecken, die kleine Kachbar. Und ich meine nicht an meinem Schniebi, sondern in-game. Ja, also wie gesagt, ist ja klar, Digga. Also ich sehe gerade, das ist noch ein bisschen Diskussion. Digga, die Leute aus der heutigen Zeit, oder was heißt aus der heutigen Zeit, die Leute kennen die Musik einfach nicht, die ich gerade angemacht habe, weil sie mit der Musik nicht groß geworden sind. Das ist ja völlig in Ordnung. Dementsprechend können sie wahrscheinlich auch nicht so fühlen, wie wir sie fühlen. Das ist der, ja, ganz einfache Punkt. Und da kann man auch den Leuten keinen Vorwurf machen. Früher war ich immer salzig, wenn jemand geschrieben hat, Scheißmusik. Aber mittlerweile, die Leute kennen es einfach nicht besser. Die denken halt, und das ist auch deren gutes Recht, die denken halt, ein Kollege ist der beste Rapper und hat den Deutschrap krass verändert. Aber das stimmt auf einer gewissen Art sogar auch, aber wo der Ursprung des Raps liegt, gerade des Deutschraps, gut, Carlo Koks Noten-Akro-Ansage Nummer 1, das ist jetzt nicht der Ursprung, aber es war ein großer Bestandteil der Entwicklung des Deutschraps. Kollege und Farid Bang ist Dreck. Rein musikalisch kann ich den Jungs auch ganz wenig abgewinnen, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Falco ist der Ursprung des Deutschraps. Nee, Digga, da muss ich dir leider widersprechen. Auch ein sehr großer Bestandteil, weil das, was er gemacht hat, ja auch schon zum Teil Rap war. Aber da gibt es andere Leute, die den Deutschrap wesentlich mehr geprägt haben. Wie findest du Summer Jam? Summer Jam höre ich gar nicht. Ist überhaupt nicht meins, Digga. Für mich, klar, ich höre auch mal gerne Ich fick deine Mutter Rap, keine Frage. Aber für mich ist sowas wie Summer Jam, Farid Bang und wie sie alle heißen, ist alles immer dieselbe Message. Ich bin der Geiz, ich habe deine Mutter gefickt. Ich habe 100.000er auf der Bank und vertick dicke Drogen. Das ist so der Ursprung oder der Sinn der Texte. Zumindest so, ja, so ich das so. Ja, klar. Es gibt super viele Leute, die den Deutschrap geprägt haben. Keine Frage. Sammy Deluxe und absolute Beginner beziehungsweise Mongo-Clique haben da bestimmt einen großen Teil zu beigetragen. Keine Frage, Digga. Mag sein, dass Summer Jam Oldschooler ist, aber von Summer Jam gibt es jetzt nicht so viele Texte, wo es um Inhalt geht. Zumindest die ich kenne, Digga.